Ist es denn wahr, Alter? Ist es denn wahr? Ich teste hier gerade an der alten Festung mitten in der Nacht. Zack. Erste mal ausgeworfen, die erste Route war schon zusammengebaut und der ballert ist auch direkt rein. Und Zielfisch ist Güsteralden. Ich gehe heute tatsächlich auf Güster, leck mich fett. Heute hier schön entspannt. Zack. Auf Güster an der alten Festung. Hier, das ist die Route 3. So. Und ich habe gerade erst ausgeworfen. Und zack, bimmelt es los. Ich habe die anderen Routen noch alle gar nicht zusammengebastelt. Also mache ich das nochmal schnell. Dünne Schnur drauf. Wir gehen hier auf klassische Haarmontage. Kleines Leadchor dran. Dann alles Blei drauf. Dann haben wir hier, ich mache mal einen 4-4er Vorfach. Güster sind ja nicht so groß. Kleinen Haken, einen 12er. Und dann nehmen wir hier wunderbares Creme Brûlée, Alten. Creme Brûlée. Und einen Schuss Sahne da dran, Alter. Und da. Oh, ich höre im Hintergrund schon. Alter, das ist aber anders wild. Alter, warte mal, warte. Beeil dich. Clip einstellen. 13 Meter. Raus damit. So. Und jetzt in den Drill. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Das ist doch keine Güster. Und ich dachte, ich stelle mich hier gleich nochmal mit super dünnem Setup hin. Alter, das ist so ein Amour auf Creme Brûlée. Alter, der hat Bock. Der hat aber Bock. Das geht ja direkt los hier, ey. Oder ist das eine fette Brasse? 4,4 Kilo? 4,4 Kilo Vorfach habe ich nur dran. Ach, krass. Vielleicht mal gucken. Bremse ist schon so hoch eingestellt, dass ich das bei der anderen auch mache. Ich bin ja hier nur mit kleinen... Was habe ich denn hier dran? Die kleine Dragon nur. Als Bremse. Da bremst ja nicht viel, ne? Aber ich meine, ich habe ja auch nur ein kleines Vorfach dran mit 4,4. Dementsprechend kann ich hier jetzt gerade schön hochdrehen. Uiuiui. Und ich wollte mich gleich hier noch versuchen, irgendwie mit der Stippe, ey. Ich muss ja noch, und deswegen werde ich ja immer hellhörig, wenn es um die Güster geht, an der alten Festung. Zum einen muss ich die Güster noch als Trophy fangen an der alten Festung. Das schon mal so, ne? Trophy, alte Festung, Trophäenfangbuch, da gehört die olle Güster noch rein. An der alten Festung. Und dann brauche ich aber auch für so eine olle Challenge so eine Güster-Trophy auf Stippe. Und da habe ich mir halt immer gedacht, alles klar, verbinde doch diese beiden Sachen und dann ist das gut. Aber wenn das jetzt hier so abgeht, da habe ich ja schon ein bisschen Schiss, ey. Da gehe ich vielleicht dann doch gleich, wenn mit der Stippe, aber dann deutlich, deutlich stärker drauf, ey. Da geht doch gar nichts, ne? Nee, der hat noch richtig Bock. Der ist bloß auf der anderen Seite hinten. Weißt du, erster Fisch Güster, zweite Amur dran, oder was? Ich kann auch nicht noch höher stellen. Ja, doch knapp, aber... Hier ist dann wirklich. Hier ist dann wirklich. Am Limit, ey. Bisschen hochdrücken. Alter, damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet, ey. Ich dachte, da gehen jetzt schön konstant ein paar kleine Dinger dran. Dass er mir direkt auf die Tour kommt. Aber was man halt hier sofort immer so ein bisschen üben kann, ne? Den Fisch zu kontrollieren. Will der Fisch hier nach links, ziehe ich nach links, dass er wieder nach rechts abhaut. Und andersrum. Jetzt dreht er gerade so nach links wieder ab. Wieder mehr hinziehen. Und man sieht die Schnur. Zack, jetzt wandert er wieder nach rechts. Also so kann man ihn halt steuern. Und sagen, alles klar, ich habe hier jetzt vielleicht nicht viel Meter Platz, um den Fisch zu drillen. Aber ich will ihn ja trotzdem haben. Trotz allem haben. Komm ran hier. Und deswegen drill ich ihn halt auf den paar Metern.
Nach allen Regeln der Kunst, Alter. Ich weiß auch gar nicht, ist die Rolle so durch oder was? Ich habe die lange nicht angeguckt, ey. Uff, okay, auch schon 13% Verschleiß drauf. Die ist natürlich auch schon einigermaßen durch. Ich weiß gar nicht, für was ich die zuletzt verwendet habe, die ollen Rollen, ey. Ach doch, für die... Ich hatte die immer auf den winzig kleinen Bollos hatte ich die drauf. Da kommen die her. Ich habe schon gewundert, ey. Aber egal, für so kleine Fische reicht's eigentlich, ne? So kleine Fische. So, ruhig, Brauner. Brrr. Komm mal ran jetzt hier so langsam. Das Schlimme ist, jetzt weiß ich nicht, ob auf der anderen auch schon was dran ist. So eine Güster zuppelt ja gerne mal nur ein bisschen rum. Und die haut ja nicht so richtig ab, ey. Alter, kannst du dir ausdenken, Alter. Direkt so einen fetten Brocken. 4,4 Kilo Vorfach. Da ist auch nichts zu machen. Da ist nichts, noch nichts zu machen. So, jetzt kommt er an. Ich glaube, der schwimmt jetzt einfach nur in meine Richtung. Weil es ihn einfach überhaupt nicht interessiert, ob da jetzt ein Haken in seiner Fresse hängt oder nicht. Der schwimmt einfach rum und denkt sich, ja, war was? Uff, ey. Ich würde ja gern einfach dicht machen, ne? Aber dann reiße ich mir den schönen teuren Haken ab, ey. Den schönen teuren Haken. Bloody serious. 12er Haken, ey. Da musst du wieder 10 Fische wieder fangen dafür, ey. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Alter, und da schlitzt der wirklich aus. Da schlitzt der wirklich aus. Da schlitzt der einfach aus. Na, was ein Trollfisch. Das ist ja jetzt ein Ding. Die halbe Nacht jetzt hier verbracht. Ich baller nochmal den Sahnedip drauf. Nichts weiter als eine Güster. Und dann ballert er mir am Ende einen auf den hier rein und macht den Ausschlitzer. Was ein Fisch. Katastrophe, Alter. Ich schnapp mir mal eben hier doch noch meine Stippe. Geh mal auf den 10er Haken. Kann ich das hier eigentlich auch irgendwie so einigermaßen einstellen? Matchkarpfen Pop-up. Haarmontage. Und dann nehmen wir hier das einfache. Was brauche denn? Vorfach? Nö. Machen wir mal hier auf 7. Karpfenhaken. Okay, jetzt doch. Dann nehmen wir den hier. Der ist nicht ganz so teuer. Und dann nehmen wir hier auch Creme Brûlée und den Dip mit der Sahne. Und dann stellen wir das Ganze hier raus. Natürlich nicht ganz so tief. Ich hoffe mal, dass das jetzt geht. Güster, ich gehe mal auf 80. Und baller das Ding raus. Soweit es geht. Der Clip war auf 13 Meter. Oh, guck mal, geht überhaupt nicht. Das Ding sinkt einfach runter, ey. Ach, Leute, das macht mich aber fertig jetzt hier, ey. Kann ich denn hier nicht irgendwie mit der Stippe und Grund? Ist das denn wirklich? Das haut einfach ab. Mit der Stippe meine ich und auf Boilie? 1,40 Meter? Muss das Grundberührung sein? Und es fängt wieder an zu bimmeln. Aber hier ist das natürlich tief, ne? 2,50 Meter soll das hier sein. Gehen wir mal auf 1,80 hier, 1,90. Können wir da rausstellen? Haben wir. Das sieht doch gut aus. Jetzt kann ich gerade nicht abstellen.
So. Sehr schön. Ach, das ist aber ein Ding. Weißt du, sowas haut natürlich dann negativ rein, ne? Das heißt, du machst hier gerade, wolltest hier gerade aktiv die Nacht durchballern. Und das Erste, was passiert ist, dass dir ein riesen Brocken quasi die Nacht vermiest, dadurch, dass die gesamte Aufmerksamkeit jetzt diesem fetten Brocken gewidmet ist, der dann auch noch ausschlitzt. Das ist natürlich dann besonders ärgerlich. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich ja doch immer noch auf meine Qualifikation Stippfischen hier. Fangen Sie ein Rotauge oder eine Güster in Trophäengröße? Stipprute, Trophäe oder halt Super Trophy, Güster, Rotauge. Auf der Stippe. Das ist die Challenge. Die Stippe ist wurscht. Ja. Ich meine, hier an der Stelle wurden schon öfters immer mal wieder gerne auch Güster gefangen. Hier oder auch mal hier. Jetzt soll es wohl hier gerade wieder gehen. Die ersten paar kleinen Güster sind drin. Und tendenziell ist es ja eigentlich eher Abend bis Nacht, beziehungsweise dann bis in die Morgenstunden rein, in denen wir jetzt halt hier schon sind. Dafür ist es dann natürlich jetzt ein bisschen mau, ne? Dafür ist es jetzt natürlich ein bisschen mau. Da war der Drill jetzt natürlich, der Drill des Todes natürlich jetzt echt unpraktisch, ey. Und dann ist es natürlich auch mal wichtig, gerade beim Posenangeln, die Pose bei der Güster hebt sich an. Und ich hoffe, dass das mit dem Boilie auch so ist. Wenn da denn was dran geht, das wäre mega. Schön die Qualifikation abschließen. Perfekt. Perfekt wäre das. Joa. Die Frage ist natürlich wirklich, geht da was oder geht da nichts? 1,90 Meter Tiefe hatte ich jetzt bei der großen Route. Bin noch ziemlich weiter mit draußen. Ob das jetzt hier der Burner ist, finde ich eigentlich zu tief. Nichtsdestotrotz ausprobieren, immer mal wieder testen. Es wurden hier schon Güster Trophies gefangen. Allerdings ja dann, wie gesagt, hier auf Grund. Schön fein. Hatten wir das eigentlich schon gezeigt, das Setup. Schön fein. Dünne Schnur, dünnes Vorfach. Kann man, glaube ich, sogar noch kleiner rangehen. Die ganzen Stipper gehen da, glaube ich, sogar noch kleiner dran. Und wenn wir jetzt eine Rolle verwenden, können wir natürlich auch kleiner dran gehen. Bremse ein bisschen weiter runter und einfach in den Drill. 12er Haken und Creme Brûlée, Sahnedip und ab dafür. Und das soll zurzeit der Burner sein für die Güster hier. Ich sehe da noch nicht viel von. Wäre ja nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja einige, die immer mal wieder Güster ziehen hier an der alten Festung. Heißt also, wenn du gerade aktuell wieder einen Spot kennst, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben für die Güster Trophy, wo da was geht. Ich kenne sonst auch noch hier oben diesen Spot, dass man von hier aus irgendwo, hier ist auch so zwei, drei Seerosen, dass man da nochmal hinwirft. Hier, das sind so die wichtigen Güster Spots an der Festung. Brasse soll, glaube ich, immer noch hier oben gehen, am 6er soll da immer noch laufen. Ich glaube, zuletzt auf Knoblauchteig. Aber Güster wäre halt auch interessant und von mir aus gerne auch auf Grund, wenn da frequenzmäßig was geht. Aber auch da muss ich bisher sagen, eher noch nicht so. Also für mich zumindest eher noch nicht so. Vielleicht habt ihr da andere Ergebnisse. Ziehe nochmal raus, beziehungsweise werf auch nochmal da in Richtung, zack, in Richtung Pose. Ich meine, Futtermische haben wir ja nicht dran. Ich könnte natürlich auch Futtermische reinballern, ne? Andererseits ist die Futtermische natürlich auch nicht auf Creme Brûlée mit Sahne ausgelegt. Die ist halt einfach nur auf Güste ausgelegt. Da ist was dran. Oh
Oh Mann, jetzt erster Anschlag wieder, ey. Das ist immer so tricky bei der Güster. Gleich gucken, wenn er nochmal hochgeht. Jetzt. Ja, und ist dran. Ohne Scheiß. Also Güster macht mich echt immer kirre, ey. Deswegen habe ich die olle Güster auch leider immer noch nicht als Trophy. Aber eines Tages, Alter, eines Tages wird sie reinballern. Vielleicht sogar heute. Zack, aber auch da wieder schön auf Creme Brûlée. Creme Brûlée, 8 Boilie, Alter. Also auf den Klops musst du auch erstmal kommen. Wobei ich das eigentlich ganz geil finde, mit so winzigen Boilies auf so kleine Fische zu gehen. Warum auch nicht, ne? Ich würde sagen, weiter rumprobieren, ihr Lümmels. Genießt den Sonntag, Petri zusammen, zieht raus die Brocken. Ja, und wenn noch nicht geschehen, vielleicht mal den Kanal abonnieren. Das wäre geil, ey. Bis dahin, bis zum nächsten Video auf dem Kanal hier oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags auf Twitch. Petri.